Top-Agrar-Systemvergleich. Presswickelkombination aus dem Baukasten. Diese wirklich etwas andere Presswickelkombination bietet Kuhn neben klassischen Presswickelkombinationen an. Dabei lässt sich ein gezogener Wickler an eine Solo-Rundballenpresse per Zugmaul koppeln und so das Pressen und Wickeln mit Solomaschinen vereinen. Wir konnten uns selbst über eine Saison lang ein Bild davon machen. Dabei ging es für uns auch um die Frage, lieber solo arbeiten oder in Kombination. Was geht schneller? Was ist einfacher? Wo gibt es Stärken und Schwächen? Für den Test stellte uns Kuhn die variable Rundballenpresse VB3195 zur Verfügung. Alternativ lässt sich diese Kombination auch mit der Festkammerpresse FB3100 realisieren. Beides immer in Kombination mit dem Rundballen-Satellitenwickler RW8C10. Will man in Kombination fahren, muss die Rundballenpresse mit einem extra Zugmaul hinten an der linken Fahrzeugseite sowie den entsprechenden Leitungen für den Rundballenwickler ausgestattet sein. Diese Leitungen sind dann bis vorne zum Schlepper verlängert. Für die Kombination hat Kuhn eine EU-Typengenehmigung. Voraussetzung ist unter anderem eine Druckluftbremsanlage an der Presse. Zu Beginn unseres Tests hatten wir schon gewisse Vorurteile gegenüber der Kombination und waren uns sicher, dass man gerade auf kleinen Flächen mit den Solomaschinen schneller und handlicher unterwegs ist. Klar, für das Fahren mit beiden Maschinen im Gespann braucht es schon Übung. Eine Rückfahrtkamera an der Presse ist dabei unerlässlich, um die Ballenaufnahme sicher im Blick zu haben und die Deichsel des Wicklers bei schiefliegenden Ballen entsprechend nachsteuern zu können. Um immer das Geschehen im Griff zu behalten, steuerten wir deshalb sowohl die Netzbindung der Presse wie auch die Aufnahme des Ballens auf den Wickler meistens manuell. Auch wenn beide Maschinen gute Automatiken besitzen. Bindet die Presse den Ballen an einer ungünstigen Stelle, muss man unter Umständen das Gespann zunächst gerade ziehen und verliert damit natürlich auch Zeit. Neben dem Systemvergleich zwischen der Kombi-Variante und dem Solo-Einsatz haben wir uns während unseres Tests auch mit dem Wickler, insbesondere mit dem von Kuhn bekannten 3D-Wickelsystem beschäftigt. Dabei schwenken die Folienrollen nach einer Umwicklung um den Ballen in waagerechte Position und binden zunächst die sensiblen Stellen des Ballens, also die Ecken und die runde Seite. Anschließend schwenken sie wieder senkrecht und wickeln die Stirnseite des Ballens. In dem Zusammenhang ist noch das IntelliWrap-System zu erwähnen. Damit ist es auch möglich, eine ungerade Anzahl Folienlagen um den Ballen zu wickeln. Natürlich standen auch Solo-Einsätze der Geräte auf dem Plan, besonders mit der Presse. Mit der VB3100, die mittlerweile durch die Baureihe VB3200 abgelöst wurde, aber weitestgehend baugleich ist, ging es neben Silage auch in Heu und Stroh. Gerade in den trockenen Gütern kann eine Riemenpresse ihre Stärken ausspielen und produziert nach Wunsch stark verdichtete Ballen bis in den Kern. Hervorzuheben ist der Netzwechsel bei der Presse, denn dies geht sehr einfach. Man braucht die schweren Rollen nicht auf eine Welle schieben, denn Kuhn setzt auf ein System, wobei die Rolle lose in einer Wanne liegt. Das gefiel uns gut. Auch das Einfädeln des Netzes ist schnell erledigt und über einen Aufkleber unter der vorderen Haube gut erklärt. Seitlich unter den Abdeckungen finden nach Bedarf zwei Zusatzrollen Netzplatz. Mehr zum Systemvergleich lesen Sie in der Top-Agrar-Ausgabe 3/2024. Dort gibt es auch die Leistungsdaten der Maschinen sowie Preise. Einen ausführlichen Bericht der Presse gibt es in der Ausgabe 5/2024 und das 3D-Wickelsystem sowie IntelliWrap erklären wir in Ausgabe 4/2024.
Alle Beiträge können Sie natürlich auch online auf www.topagrar.com lesen.